Okay, in diesem Part machen wir den Meister. Fliegen wir zuerst nach Grapefruit City. Ja, mach schneller. Na komm schon, das ist doch nicht so schwer. Grapefruit City, also geht doch. Scheiß nachsynchronisieren, ey, das geht mir sowas von auf den Zeiger. Okay, jetzt, jetzt keine Anzeige. Was? Achso, Detektor ist wahrscheinlich noch aktiv. Schauen wir mal nach. Nehmen wir das Kunstrad gleich. Eine Wahl. Dö, Route 110. Und da ist es, das Haus des Rätselmeisters. Du wirst beobachtet. Moment, ich war auch mal weg jetzt. Was? Woher wusstest du das, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever. Sehe und staune, ich bin der größte lebendige menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich Rätselmeister, freut mich, dich kennenzulernen. Du bist hier meine Herausforderung, oder deshalb musst du hier sein, ja. Betrachte deine Herausforderung als angenommen, trete in diese Schiffsteuer und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Okay, wir brauchen zuerst noch die VM-Pokémon. Also ich schneide es dann zusammen, bis gleich. Und weiter geht's. Ich habe jetzt die Pokémon geholt. Was heißt, also ich hatte sie geholt, ne? Jetzt gehen wir mal da rein. Das ist aufgeteilt in so Schriftrollen. Man muss immer die Schriftrolle finden und dann den Ausgang. Das erste Rätsel ist zerschneiden. Und zack. Zerschneiden wir das noch. Den Kader und bam und zack. Er hat den Busch episch zerschneiden. Zerschnitten meine ich. Und nochmal, bam. Da ist eine da oben. Zerschneiden wir aber zuerst das ganze Zeug. So, den noch. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Da ist auch ein Trainer. Ah, die Level von den Trainern, die sind ziemlich schwach, weil man hätte das ja auch vorher machen können. Und da ist die Stiftrolle. Müssen wir zuerst gegen ihn kämpfen? Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Das ist ein Teenager, Henry, Sixax. Ja, ihr seht, das Level ist ziemlich schwach. Level 14 nur. Also der Kampf müsste kein Problem für uns sein. Zack, zum ersten. Noch ein Sixax. Und das ist auch sein letztes. Und zack. Volltreffer, tot. Und nun habe ich verloren. Wir müssen ihn noch ansprechen, die Schriftrolle. Kevin lernt den Geheimcode, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Da ist ein Item. Ist wahrscheinlich ein Brief. Da ist noch eine. Das müsste eine Göre oder eine Teenagerin sein oder sowas. Keine Ahnung. Ah ja, Göre, okay. Myrapla. Sumpex ist zwar in dem Fall schwache Wahl, aber scheiß drauf. Das Level ist so schwach, dass wir es auch mit Sumpex killen können. Warum nimmst du das so ernst? Und Ninkala zerschneidet nochmal den Scheiß. Zack! Und nochmal. Zack. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja. Und bam. Zickzack-Brief gefunden. Gehen wir mal weiter.
Also die Würfel sind hier total unnützig, finde ich. Ich frage mich, warum man sie nicht rausgemacht hat in der weißen und schwarzen Edition. Wie ist dieser Ritzmeister bloß? Der Ritzmeister ist ein Ritzmeister. Er ist ein Mensch. Das ist er. Ich spiele gerade mit meinem Deo rum. Also, wundert euch nicht. Ich schaue gerade das mit meinem Player an, in meinem Player und kommentiere das Ganze. Hier ist eine Nicole, Fetzen, Wundkill, Bam. Ich fühle mich hier irgendwie verarscht. Ja. Ich muss das hier alles vorlesen, was da gemacht wird. Noch ein Knilz. Also die Kämpfe sind ja wirklich schwach. Und hier ist Meryl. Ja, Surfer. Also reden wir mal über, keine Ahnung, was macht ihr eigentlich in den Ferien? Würde ich mich mal interessieren. Es sind bald Ferien. Könnt ihr mir mal ja, einen Kommentar schreiben, was ihr in den Ferien macht alles? Das wär's doch. Also ich fahre in die Nordsee. Also nach Norddeutschland, irgendwo da bei Dänemark dran. Ja. Machen wir uns eine schöne Woche, meine Familie und ich. Aber zurück zum Spiel. Wir sind jetzt fast beim Ausgang. Noch dieser eine Busch behindert unseren Weg noch. Und da ist die Tür. Kevin schreibt den geheimen Code auf der Tür auf. Na komm schon, lies vor. Meine Fresse. Jetzt meist ist sagenhaft. Das Schloss geht klickend auf. Oh, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, um die Bäume zu pflanzen, bis meine Größe versehen wird auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Du hast diese Belohnung verdient. Sonderbar, Mann. Puste das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen. Na komm schon, hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast, komm wieder, wenn die nächste Installation fertig ist. Und er portet sich weg. Jetzt verlassen wir erstmal dieses Haus. Okay, bis zum nächsten Part bei Let's Play Pokémon Saphir. Servus. Hier bin ich wieder bei Let's Play Saphir. Jetzt kommt das Rätsel 2 des Rätselmeisters. Jetzt müssen wir ihn erstmal suchen. Da ist er. Da haben wir ihn ja schon. Moment, ich tue mal hier kurz das Fenster zurecht. Mein Media Player. Ich will noch sehen, wie laut es dann ist. Nicht, dass es dann zu laut ist, damit ich hier neben zu den Audiorekorder sehe, wie laut es ist. Zum Beispiel jetzt sehe ich, das ist ganz langsam. Und jetzt sehe ich, es ist ganz laut! Also zurück zum Spiel, wir sind jetzt in einem Labyrinth. Hier ist gleich ein Wellenbrief, nutzlos. Ich glaube, ich atme rein, weil es ist plötzlich so laut. Weiter geht's. Da ist ein Trainer, schalten wir den gleich aus. Welcher Schalter schließt welches Loch? Probier's halt. Es ist ein Schuljunge, der müsste doch sowas wissen. Oder irre ich mich da? Ach ja, was Schule angeht, morgen habe ich meine Abschlussfeier. Wo wir hinfahren, das ist noch unklar, ich lasse mich einfach überraschen. Was ich weiß, das dauert morgen den ganzen Tag, das heißt, ich kann keine Let's Play Parts hochladen. Was wiederum heißt, dass ich heute zwei Parts statt eins hoch, ein Part hochlade. Ja. Und wir gehen weiter. Einen Schalter haben wir, glaube ich, schon aktiviert, wenn ich mich nicht übersehen habe. Jawohl. Und da ist direkt der zweite. Also das ist recht simpel, das Rätsel. Und da ist noch ein Trainer. Wahrscheinlich auch wieder ein Schuljunge. Oh, du forderst das Rätselhaus schon zum zweiten Mal raus. Hey, das reimt sich sogar. Kamaup! Süß, ne?
Echt süß. Also die, ja, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber ich sag's nochmal für diesen Part. Diese Pokémon sind ein Witz. Da können wir also ruhig mit Blizzard angreifen. Und aus. Ach ja, ihr fragt euch bestimmt, wie lange das mit dem Nachsynchronisieren geht. Das geht bis zum siebten Rätsel des Rätselmeisters. Ab dem achten geht's wieder weiter mit normalem Synchron. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, lade ich aber erst nach der Reihenfolge hoch. Und hier ist ein Wingull. Flugwasser. Können wir eigentlich entscheiden. Nehmen wir mal gerade, das ist auch Spaß. So, hier ist Wingull. Level 15, also Gardos müsste das auch schaffen. Damit der Kampf ein bisschen entspannender wird. Ja. Du bist auch im Kämpfen so gut. Ja, ich weiß. Ich hab dich mit einem Level 25er geownt. Hafenbrief, den brauchen wir später für die Spielhalle. Gehen wir mal weiter. Nach oben, nach rechts, nach oben, nach rechts, nach oben. Was? Wo läufst du hin? Nach rechts, nach oben, nach links, nach oben, nach rechts, nach oben, nach. Oh, okay, nach unten, nach rechts, nach links. Ich höre damit auf, das nervt euch hier. Okay, das ist die letzte in diesem Raum. Eines Tages gründe ich meine eigene Arena und studiere die Fallen. Ist das eine Göre oder ein Schulkind? Ja, Schulkind. Feminin. Allerdings mit einem schwachen Knilz. Da können wir eigentlich frei entscheiden, ne? Nur mal, Surfer. One-Hit-Kill! Ich versuche jetzt ein bisschen lauter zu sprechen, weil ich habe in meinen Let's Plays allgemein gesehen, dass meine Let's Plays ziemlich leise, also dass ich ziemlich leise zu hören bin. Hey, Papinella! Und Kill! Ja, ihr könnt es selber lesen. Wenn du es nicht lesen kannst, dann macht's Pause. Und das ist der letzte Schalter, glaube ich. Ah nein, das ist ja noch die Schriftrolle, okay. Holen wir uns erst die Schriftrolle. Wir holen uns die Schriftrolle. Ich versuche jetzt so euch zu unterhalten. Ja, weil es sonst so langweilig wird. Kevin lernt den Code auswendig. Kevin lernt den Code auswendig. Ich weiter geht's nach oben. Und jetzt gehen wir in die Tür hinein. Rätselmeister ist gewieft. Das Schloss geht klickend auf. Okay, und da ist diese Pussy. Wie kommt er eigentlich raus? Achso, ja, der hat den Geheimgang, stimmt ja. Eigentlich könnte man dann den gießen Geheimgang nehmen. Nee, Quatsch, den wird man nicht finden, weil er geheim ist. Hahaha. Bin ich witzig? Nein, bin ich nicht. Timerball, den kann man, kennt man, hätten wir uns glaube ich auch kaufen können. Putz dir selbstgefällige Grinsen von der Nase. Grinsen mich so an, das macht mich ganz traurig. Jetzt gehen wir wieder raus zum zweiten Mal. Komisch, jetzt war es gerade kurz bei mir so laut. Habe ich vielleicht da eingeatmet oder sowas? Egal. Und bis zum nächsten Part. Servus. Servus! Und weiter geht's! Rätsel Nummer 3, das Türenkabinett. Du wirst beobachtet. Wo ist er denn jetzt? Ist er hier? Ja, gut, was für ein Noob beim ersten Versuch gleich. Meine Fresse ist ja schwach. In Sachen verstecken, ne? Ich hatte gerade Star Wars Part 4 hoch bei Kevin Display. Und ja, während des Hochlädens habe ich nichts zu tun, deswegen mache ich hier jetzt weiter. Oh, okay, hier müssen wir uns so trümmern. Zum Glück haben wir Gyarados dabei. Kaboom! Aktivieren wir den Schalter.
Und da verschieben sich immer solche Türen. Und jetzt müssen wir irgendwie durch diese Türen einen Weg zum zur Schlu also zur Schriftrolle finden und zur Tür. Ja, über die Tränen müssen wir gar nicht reden, die sind immer noch so sauschwach. Ja, eine kleine Steigerung auf 24, aber sonst kein Unterschied erkennbar. Das können wir mit Surfer klein machen, beim ersten Versuch gleich. Ja, ist nervvoll. Ich hätte, warum hätte es nicht laggen können? Also, warum hätte der Sound nicht aufgenommen? Also war, was ich meine, warum muss ich sowas synchronisieren? Hätte ich nicht lieber sowas synchronisieren können mit spannenderen Kämpfen, wo ich da was kommentieren muss? Aber nein, ich muss da diese Mietenkämpfe da nachsynchronisieren, ey. Ja, ihr wisst, das gast mich an. Okay, da ist ein Fels auf ein Schalter. Zertrümmern wir den mal. Zertrümmern wir den mal. So, jetzt. Habt ihr eigentlich das Spiel Japan gegen USA gesehen? Soll sehr spannend gewesen sein. Ich hab's nicht gesehen. Weil ich dachte, die Amis gewinnen. Aber doch, die Japaner, die haben dann später gewonnen. Ich war ziemlich überrascht, wo ich davon gehört habe, dass sie gewonnen haben. Ich gönn's denen auch, die Japaner, ich meine wegen der Atomkrise und so. Fukushima und den ganzen Scheiß, da können wir das denen schon gönnen. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr mir zustimmt oder sowas. Würde ich mich sehr freuen. Und die deutschen Japaner, also die Japaner, die im deutschen Land wohnen und sehen, würden sich wahrscheinlich auch freuen. Aber ja. Okay. Jetzt rede ich hier über Fußball, während wir diese Pokémon da ownen, was ich nicht kommentieren muss, weil sie so schwach sind. Ja. Und da ist ein Item, wieder ein scheiß Brief, Waldbrief. Ich frage mich, warum die da Briefe einbauen, das habe ich doch schon mal gesagt. Wenn ich den Japanern, die das Spiel gemacht haben, eine E-Mail schreiben könnte, dann würde ich den bitten, die Briefe rauszutun, weil die sind sowas von nutzlos. Also ich frage mich, wer einen Brief verwendet. Die sind eigentlich nur für Tauschen nutzbar, aber mal ehrlich, wenn man einem was sagen will, dann nicht durch einen Brief. Außerdem kann man hier nur solche Dinger da, solche Sprüche da. Wisst ihr, was ich meine? Ja, solche bestimmten Wörter halt sagen. In der silbernen konnte man noch Buchstaben schreiben, am Papier kann man nur noch solche Wörter schreiben, die vorgegeben sind. Und das finde ich ein bisschen scheiße. In der silbernen und goldenen habe ich das eigentlich schon gut gefunden, das mit den Briefen. Aber seitdem man dieses beschränkte Wortauswahl hat, ist es richtig scheiße. Ja. Und hier ist ein Georock, kann man Surfer, ohne bla bla bla, ne? Wie oft habt ihr eigentlich die Saphir durch? Das würde ich mir auch interessieren, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben mit dem Japaner Zeugs. Also dieses ist jetzt ein Komment also ein das ist jetzt ein Part, wo ihr Kommentare schreiben sollt. Ja, genau, du vor dem Bildschirm. Schreib irgendwas. Irgendwas. Ist mir wurscht, was du schreibst, kannst auch schreiben, dass, keine Ahnung. Mir ist langweilig, ich will ein paar Kommentare lesen, Leute. Ja, jetzt mache ich einen Witz darüber. Bei 4 Abonnenten ist es schwierig, da Kommentare zu lesen. Da sehe ich nur alle 2 Wochen einen Kommentar höchstens oder sowas. Aber ich beschwere mich ja nicht, dass ihr mich nicht abonniert, ich meine. Mir ist die Abonnentenzahl scheißegal. Ist eure Entscheidung, wenn ihr mich abonnieren wollt. Mir ist es wurscht. Ich bin jetzt so einer wie Simon Desue, der Abonnenten-Bits bettet und nicht immer Two Guy verlinkt, sondern nur seinen eigenen zweiten Channel, wo er auch Abonnenten will, ey. Das kotzt mich an. Weil YouTube ist da, um Videos anzuschauen. Und zu teilen und nicht um Abonnenten zu sammeln und so und dann stolz darüber zu sein. Nee, Abonnenten sind halt, falls ihr es gut findet
und mehr solche Videos sehen wollt, nett, damit sie gesammelt werden und dass man darüber angeben kann, so wie der Simon Desue. Ja, und jetzt kriegt man die Belohnung. Granitstein. Ich habe auch gesehen, das machen viele YouTuber. Sie nehmen sich ein x-beliebiges Video von irgendeiner TV-Serie, laden es hoch, obwohl sie das nicht selber gemacht haben und tun da eine Anmerkung dafür, dahin tun, abonniert mich. Warum sollte ich das tun, wenn er das Video nicht selber gemacht hat? Ich habe das schon sehr oft gesehen. Naja, okay, jetzt haben wir, während ich mein Gequatsche, dieses Rätselhaus-Rätsel geschafft. Und bis zum nächsten Part. Servus. Es geht weiter. Gehen wir mal rein. Zack. Du hast beobachtet. Ja, ist schon klar, ne? Immer diese gleiche Leier. Wir werden beobachtet. Wo ist er denn? Unterm Tisch vielleicht? Unter den Kissen unterm Tisch ist er nicht. In der Kommode? Nein, das auch nicht. Hinter der Pflanze? Nein. Unterm Tisch? Ne. Dann, wo ist er denn? Im Fenster? Im anderen Fenster? Ah ja, da ist er. Okay, ein weiterer Noob. In diesem Rätsel müssen wir jetzt Stärke verwenden. Eine Stärkeprüfung halt quasi. Ist ein bisschen komplex. Und Bäm. Bäm und Bäm. So. Was machen wir denn? Hey, was mach? Hab ich da gemacht? Okay. Das bringt zwar nichts, aber egal. Und da ist ein Trainer, nutzloser Trainer. Ja. Wieder so schwache. Come on. Also mit der Saphir bin ich fast fertig. Ich muss jetzt nur noch Milotic machen und Rayquaza. Und Latias halt. Dann habe ich es fertig. Dann schaue ich nach, ob ich noch Cheats suchen kann, mit denen man die Events machen kann. Ja, wenn ich es nicht machen kann, dann beende ich es. Und wenn doch, dann mache ich es halt noch durch die Events. Dann macht man, glaube ich, noch so ein Cheats-Special, wo man Scheiße mit Cheats machen. Und ja, dann war's das. Hätte nicht gedacht, dass ich so lange für die Special brauche. Und hier haben wir einen nutzlosen Brief. Warum habe ich die bloß eingesammelt? Ich weiß es nicht. Also sammelt die am besten gar nicht ein, wenn ihr die nicht wollt. Und hier ist noch eine Trainerin. Mediti. Level 27. Ach, kein AP mehr. Okay, dann Blizzard. Verzögerung, spul mal vor. Hä, warum habe ich denn alles vorgespult? Ah, jetzt. Okay, ist down. Okay. Ja. Heute lade ich, glaube ich, wieder zwei Saphir hoch, just for fun, damit wir damit endlich fertig werden. Wenn ich Pokémon fertig habe, fange ich an mit Minecraft. Mache ich so 100 Parts, glaube ich. Oder wie ich halt Lust habe mit Balzer LP. Ich habe schon nachgedacht, ob ich ein Minecraft alleine auch machen werde. Muss aber noch überlegen. Okay. Aber es kommt wahrscheinlich jetzt später, weil erstmal habe ich dann noch Rome weiter. Star Wars. COD halt noch. Und ja, andere, die mir momentan nicht einfallen. Ist da noch was? Nee. Wie geht's denn da jetzt weiter? Ausgehen wir nicht. Das ist sehr blöde. Also dieses Rätsel ist ein bisschen kniffliger als die anderen drei vor.
Da muss man schon ein bisschen thinken können. Ah ja, da ist es, da geht's weiter. Und die nicht bewegen, sonst hat man ein Problem. Und das ist die letzte. Kapilz. Da kann man Blizzard benutzen. Jawohl, ganz wie ich sagte. Und das ist ein One-Hit-Kill. Ja. Und Level Up? Nee, noch nicht. Und jetzt brauchen wir die Schriftrolle, die ist ja zum Glück gleich nebenan. Hätte man komplizierter machen können, indem man die Schriftrolle in weiter irgendwo anders hin platziert, wo man Stärke braucht. Also wo man sich extra wieder mit Stärke durchgraben muss. Ja, und das war das Rätsel schon. Und da ist er. Oh, du hast mich gefunden. Was kriegt man jetzt? Ich glaube, den Magnet kriegt man jetzt. Ah, ein Rauchball. Damit kann man fliehen bei Pokémon-Kämpfen, auch wenn die Pokémon einem nicht fliehen lassen. Also eine sichere Fluchtchance bei Pokémon-Kämpfen. Kann man sich so vorstellen. Ja, gehen wir mal raus. Moment, ich muss meinen Audio-Recorder wieder so einstellen, damit es exakt synchronisiert wird. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Servus, sage ich schon mal. Let's go in the house! Zack! Und es geht weiter. Jetzt kommen die Robopuppen. Da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das geschafft habe. Ich zeig's euch da mal. Also hier, ja, jetzt in der Pflanze. Woher wusstest du, dass sie mich in der Pflanze versteckt hatte? Clever. Okay, betrachte den Herausforderungen als angenommen. Ja. Immer die klassische Leier von dem. Von dem, meine ich, sorry. Ich trinke jetzt mal schnell was. Und die erste Robopuppe. Klick, klack, Robopuppe 1, ich bin. Gibst du im Quiz richtige Antworten? Erreichst du bald Robopuppe 5? Dort erhältst du den Geheimcode. Robopuppe 1, Quiz. Eines dieser Pokémon kann man nicht auf Route 103 finden. Welches? Das müsste den Kader sein, glaube ich. Jawohl. Glückwunsch, richtig. Geh hindurch. Bitte. Klick, klack, Robopuppe 2, ich bin. Robopuppe 1, Quiz, Schwierigkeitsgrad ist zu niedrig. Robopuppe 2, Quiz. Welches Pokémon wurde in der Pokémon-Trainerschule zum Tausch angeboten? Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, da muss ich raten. Ich glaube mal, es ist entweder Samurzu müsste das, glaube ich, sein. Nimm Samurzel. Nimm Samurzel, synchronisieren. Na, Samurzel, na los. Samurzel. Samurzel. Nicht Pandir. Meine Fresse, warum hab ich da Pandir genommen? Ich bin so blöd. Wahahaha. Deine nächste Herausforderung. Wir erwarten. Hey, Pandir, ich bin doch so bescheuert gewesen. Das war Luturzel. Nee, Quatsch. Samurzel, sorry. Okay, was ist jetzt für ein... eine Frage? Eigentlich, dieser Pokémon kann man nicht auf Route 103 finden. Das hat man schon. Das war natürlich ein Kader. Okay, jetzt kommt wieder Nummer 2. Robopuppe 2, ich bin Robopuppe 1. Schwierigkeitsgrad ist zu niedrig. Robopuppe 2, Quiz. Welches Pokémon wurde in der Pokémon-Trainerschule? Das war Samurzel, nicht Pandir und auch nicht Knilz. Samurzel! Samurzel! Nein, so geht doch. Beschwere ich mich hier über, wie ich das gespielt habe. Das machen wahrscheinlich viele Let's Player, wenn sie ihre Let's Plays anschauen. Ob es teuer drei Pokébälle oder ein Supertrank.
Also drei Pokéball kosten 300, ein Supertrank kostet 600, das heißt, der Supertrank ist teurer. Supertrank! Supertrank! Nimm schon! Supertrank! Na, bist du schon? Ich war so blöd, echt. Ich war so blöd. Da schreibt's in Kommis, wie blöd ich damals war. Okay. Ja. Nimm Kader. Was kommt jetzt? In Professor Birks Beutel befanden sich drei Pokémon. Welches lag ganz rechts? Das müsste Hydropi sein, weil der Wasserstarter, der müsste eigentlich immer rechts sein. So ganz sicher bin ich mir jetzt aber eigentlich allerdings nicht. Okay, es war Hydropi. Jetzt kommt die nächste Puppe. Kannst du deine Hyperheile und einen Superball mehr als ein Beleber? Superball kostet 300, wenn ich mich nicht. Was? Ich habe gerade ein Tink gesehen. Ist aber auch egal. Ich interessiere mich für Schönes. Warte, ich habe mein Headset wieder falsch. Ich bin so ein Checker. Ist doch natürlich männlich. Quatsch. Ja, weiblich meine ich. Bin ich blöd. Was kommt jetzt? Hier fail ich wahrscheinlich. Ich bin die stolzeste Erfindung Oberfolge 5 Quiz. Welch viele Räder stehen bei Radler vor dem Laden? 6, 8 oder 10? Das ist enttäuschend. Fehler. Okay, jetzt geht's nochmal von vorne los. Ist das nicht schön? Ja, diese Frage, da muss man uns gar nicht mehr ansprechen, weil es immer dieselbe ist, nehme ich an. Was ist hier? Das war Hydropi. Nummer 3, was ist es jetzt? Die kosten weniger. Okay, das war auch das, was ich vorhin verpasst habe. Hier fail ich, glaube ich, jetzt. War der erste Trainer in der Arena von Wasserhaufen männlich oder weiblich? Weiß nicht. Was heißt Ansichtssache? Okay. Dö, 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 dö. Der Pokémon setzt Kratze ein. Welches? Das müsste Ninkada sein. Geweih hat keine Krallen und Knilz hat nicht einmal Hände. Also von daher ist es Ninkada. Jetzt kommt der zweite. Das war Samuzel. Jetzt kommt die dritte Puppe. Puppe. Das war der Supertrank. Supertrank! Also geht doch. Die vierte. Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Männer, schätze ich. Männer. Wie komme ich auf gleich viele? Okay. Welches dieser Pokémon das ist kein Pflanzen-Pokémon, das ist den Karten. Den Karten ist nämlich Boden und Käfer. Ach, das war Samurzel mal wieder. Oh mein Gott, ist das öde. Nummer 3. Das war weniger. Okay, nächste, das ist jetzt. Weiblich. Die letzte. Wahrscheinlich fail ich da wieder.
Keine Ahnung, wie ich da auf 2 komme. Das war nur eine. Naja, wahrscheinlich war ich so blöd, weil ich währenddessen Let's Play aufgenommen hab. Und dann kann man nicht gleichzeitig, also, sich so richtig konzentrieren. Weil man nebenzu auch sprechen muss, ne? Habe ich angefangen mit Speed, ist auch gut so. Warum habe ich da. Ach, egal. Wahrscheinlich war es doch weiblich. Wegen in der Forster Hafenhalle. Halle. Das war Hydropi. Weiter, weiter, weiter. Weniger. Weniger. Weniger, was denkst du denn so lange nach? Weniger. Hey, was war's jetzt? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Doch, weiblich. Und hier fail ich wieder. Aha, das ist also wirklich die schwierigste Frage, oder? Okay, wieder dieselbe Frage. Er hat nach einem Knilz gesucht. Boah, Mathe konnte ich noch nie so richtig, obwohl ich ein 2 im Zeugnis habe. Ey, dieser Pokémon ist kein Pflanzen-Pokémon. Welches? Das war ein Kader. Könnte man die nicht einfach umboxen, die Robopuppen? Und vorbeigehen, dass man die einfach so wegklapsen kann? So mit einem Roundhouse-Kick? Aber nein, man muss diese Fragen beantworten. Man könnte auch einfach vorbeigehen. Was wollen die machen? Wollen sie sich in den Weg stellen? So wie hier? Ja, das haben sie ja gemacht. Aber wenn sie sich einem in den Weg stellen, dann könnte man sie umboxen, genau. Naja, und hier fail ich wieder. Bei der letzten fail ich fast immer. Und, na komm schon. Was ist denn los? Achso, hier habe ich nachgeschaut, glaube ich. Jawohl, hier habe ich nachgeschaut. Bei PokeWiki extra dafür. Das ist die Registerkarte, die hat sich bei mir geöffnet. Rangliste der Pokémon, da ist der stärkste Arceus, falls ihr euch interessiert. Tippen wir mal ein Adlav, genau, Radler. Und suchen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ist es von Charakteren? Was? Achso. Charaktere in Kanto und Sevil. Was? Sevil? Was ist das? Malvenfro City. Alright, also hier sehen wir, die Räder sind 8 Stück. Jetzt nehmen wir da jetzt 8. So. Jetzt haben wir den Scheiß endlich. Jetzt müssen wir die Schiffsrolle noch ansprechen. Und können jetzt endlich zum Rätselmeister. Also das war jetzt wirklich das Schwierigste von den 8 Stück, was ich im Let's Play aufgenommen habe. Bei den anderen hat man keine Probleme mehr. Oder hatte ich keine Probleme mehr. TM12, was ist denn das? Ich glaube, das müsste Folterknecht sein. Verhöhner, okay. Verhöhner bewirkt, dass das gegnerische Pokémon nur noch angreifen kann. Also Attacken wie Konfustrahl, Hypnose oder Schwertanz funktionieren dann nicht mehr.
Gut, dann gehen wir raus und ich sage bis zum nächsten Part. Servus. Und es geht weiter. Du wirst beobachtet. Also hier, ich sehe hier, hier. Also ich mache das am Stück jetzt mit diesem letzten Part. Nehme ich das jetzt auf mit Sprach, weil ich habe die zusammen in einem Part gemacht. Die habe ich dann halt zusammen, also auseinandergeschnitten. Ja. Moment, mein Headset fliegt gleich runter von meinem Kopf. Jetzt. Ich warte im hinteren Bereich. Ja, okay, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Jetzt kommt der Fake der Flugarena. Dann geht's hier lang, dann dort, dort, das ist ja noch easy. Dann geht's da lang. Hier lang, da lang. Und jetzt geht's nach oben. Können wir ruhig das berühren, ist egal. Hier ist ein Trainer. Jetzt haben die, glaube ich, ein höheres Level. Ich schätze das jetzt Level so auf 30 jetzt. Das werden wir sehen. Und das, die Pokémon haben Level, Trommelwirbel, 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 40. Das ist nämlich gar nicht, das ist nämlich eine schöne Steigerung. Auch Blizzard hat keine AP mehr, das ist ja super. Ja, ist ja gut. Wir wissen, dass Blizzard keine AP mehr hat. Und Surfer auch nicht. Wahrscheinlich habe ich da einen Joke gemacht oder sowas. Erdbeben müsste es auch killen. Jo. Und das ist Level Up, nehme ich an. Jawohl, Level 59. Und der ist down. Everybody down, 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 down. Down, down. Okay. Ach, da muss man was vorbereiten. Um zur Schriftrolle zu kommen. Hä? Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Schaut es euch einfach an. Ich kann es jetzt nicht kommentieren so richtig gut, weil ich jetzt nicht weiß, was ich mir da gedacht habe. Aber es sieht schon so richtig aus. Ja, genau, das sieht richtig aus. Dann zack und zack und dann geht's nach oben. Da ist noch ein Trainer, schalten wir den auch aus. Vielleicht kann ich mit meinen Vogel-Pokémon über die Mauer fliegen. Das habe ich mir auch schon gedacht, ne? Ich glaube, das hat sich jeder von den Spielern gedacht, die dieses Spiel spielen. Inklusive ich. Ey, keine Ahnung, warum ich wechsle. Ich meine, Sumpex könnte es doch auch. Wobei, es kann ja nur noch Erdbeben. Und Erdbeben wirkt bei Schwalbus nicht. Okay. Schwalbus benutzt Ruckzuckhieb. Brutalander setzt Hyperstrahl ein. Okay. Schwalbus ist schon mal tot. Und jetzt kommt ein Pelipper, langweiliges Pokémon, Magneton. Weil sonst muss Brutalander aussetzen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Schutzschild? Naja, okay, wer es mag. Jetzt reicht's aber. Donner dafür. So, jetzt. Level 60, so. Xatu. Xatu, ja, Xatu, da können wir dann auch einsetzen. Und tot. Okay. Oh, ich hab's vermasselt. Ja, das hast du. Und wir sind bei der Schriftrolle. Jetzt müssen wir nur noch zur Tür. Keine Ahnung, warum ich da mir die Mühe gegeben habe, um den Brief zu holen. Wisst ihr es vielleicht? Weiß es nicht. Pokémon Ranger Sophia. Mit einem Wablu Level 38. Das hätte doch, soweit ich weiß, ein Altaria schon sein können.
Oder wann entwickelt sich Wablu zu Altaria? Puh, fällt mir gerade nicht ein, aber ich hatte schon mal eine Altaria. Wann es sich entwickelt hat, weiß ich nicht genau. Und jetzt ja, so, kommt Triplette, spaßeshalber. Feuer, Blitz und Eis. Und Enemy down. Was? Ne, noch nicht down. Okay. Okay. Top-Genesung. Okay, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Geblättet. Storm and Ice. Ja. Jetzt hat es weniger KP verloren, fällt mir auf. Weiß nicht warum. Und T. Oh, T. Roselia. Eieiei, setz mal ab, die Plätze nochmal ein. Ja, und tot. Ich habe einen starken Trainer entdeckt. Lass es lieber, den schmeißt du eh später weg. Als ob mir mal ein Glitzerbrief braucht. Hier muss man was vorbereiten. So muss man den zuerst. Ne, man muss erst den vorbereiten, sodass man da den vorbereiten kann und dass man dann hier raus kann. Jetzt meiste ist mein Leben. Schwuler Satz. Und das habe ich gefunden. Jetzt müssen wir aber den Magnet kriegen, oder? Jawohl. Komm wieder, wenn die nächste Installation fertig ist und gibt man den Magnet gleich Magneton. Okay, tauschen wir den Epiteller aus und Magneton tauschen wir an erster Stelle. Und verlassen wir dieses Haus. Ja, jetzt muss ich wieder meinen Soundrecorder aus tun, damit wir das Video synchronisieren können. Und bis zum nächsten Part. Servus. Okay, weiter geht's. Gehen wir erst einmal ins Haus rein. Jawohl, jetzt. Wo ist er denn? Das ist der letzte Part, den ich nachsynchronisiere. Dann ist er in der Kommode irgendwo. Oder in der Pflanze. Nein, der ist noch nicht. In dem Fen im Fenster, ja, im Fenster. Oh mein Gott, er ist im Fenster. Wie einfallslos. Mein Gott, und soll ich euch sagen, was noch einfallslos ist? Das werdet ihr jetzt sehen, und zwar das Rätsel. Das ist genau das gleiche wie in der siebten, ja, wie in der siebten Arena. Meine Güte. Da wollten die Macher wohl die Plattform häufiger einsetzen. Naja, also auf jeden Fall ist das System wie in der siebten Arena. Was soll ich dazu noch zu sagen? Das ist jetzt der allerletzte Part, den ich saphirmäßig mache. Die anderen habe ich alle schon vorproduziert. Aber noch nicht hochgeladen, ja. Was gibt's noch zu sagen? Also die Saphir werde ich ersetzen durch Modern Warfare. Das heißt, ich spiele jetzt statt Saphir dann Modern Warfare 2, wenn ich es komplett hochgeladen habe. Hoffentlich leckt es Modern Warfare nicht so wie das Ding des Star Wars. Naja, können wir nur hoffen. Also. Ja, jetzt gehen wir mal die Pfeile ja hoch und da ist auch schon eine Trainerin. Das bringt gar nichts. Was habe ich da nun gemacht für eine Scheiße? Na gut, schalten wir erstmal die aus. Also die Level, die sind deutlich gestiegen. Wieder. Jetzt haben sie nicht mehr Ende 30, sondern jetzt haben sie schon
40. Moment, war gerade ein Wechsel, weil ich hab das auseinandergeschnitten. Ja, 40 haben sie. Setzen wir mal Donnerblitz ein. Jetzt kommt Sonnenfehl. Ja, das habe ich alles vorgespult. Ihr fragt euch sicher nicht warum. Und da geht's weiter. Und hier ist ein Teleporter. Ja, wir müssen zurück, okay. Okay, Versuch Nummer 2. Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Was sehe ich, da ging's vorhin weiter. Jetzt drehe ich mein Headset endlich richtig rum. Das musste ich mir auch echt mal angewöhnen, dass ich das Headset auf dem Kopf tragen soll, nicht um den Hals. Weil wenn ich es um den Hals trage, dann hört sich so an. Ja, so hört sich's an, ne? Ziemlich lauter und verzischener. Ja. Jetzt mach ich's mal wieder richtig rum, sonst stört's euch nur. Weiter geht's. Zack, zack, zack. Und dann geht's hier weiter. Und dann sind wir wieder am Teleport. Ist das schön. Was habe ich mir da nur gedacht? Das müssen wir um. Verändern die Schiene, dann geht's da weiter. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es erklärt sich alles von selbst. Schaut es euch einfach an. Und ihr werdet es schon sehen. Ich sag es bloß noch was. Ich sag es bloß was, damit ihr euch nicht langweilt. Weil gäbe es keine Langeweile, würde ich das gar nicht nachsynchronisieren. Es ist nur wegen der Langeweile, weil es sonst so still wäre und so, ne? Ja. Wo geht's denn jetzt weiter? Gehen wir mal nach unten. Und den Schalter umlegen. Ne, das ist falsche Richtung. Okay, wieder so rum. Jetzt müssen wir irgendwie zum Ball hin, da wo die Dinge ist, die. Der Psycho oder die Psycho. So können wir nicht. Wir müssen den Porter nehmen. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Ach so, macht er das okay? Okay, die Schiffsrolle hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch zum Ausgang. Ich weiß noch genau, wo ich in der Arena war. Da habe ich Folgendes gesagt am Schluss. Und das geht los! Nein, Rutschpartie! Nö, nö, nö. Ich fand es so witzig. Ich habe mir schon gedacht, ob ich da einen Remix dafür mache. Aber leider war es mit meinem Programm ein bisschen ungünstig. Weil mit einem Movie Maker kann man nicht so gute Videos machen. Obwohl das Marek gut mischen. Kennst du das Video? Also, das ist in meinem Channel. Das gut mischen, könnt ihr euch mal anschauen, das habe ich auch mit Movie Maker gemacht und das ist ziemlich gut geworden. Aber wenn ich heute jetzt was beim Movie Maker machen will, dann tue ich es höchst benutze es höchstens zum Zu- und Auseinanderschneiden oder ja, um noch ein paar Effekte einzubauen, wie Schrift oder sowas. Sonstige Scheiße, das Banette können wir mit Donnerblitz one-hitten. Das Level, da müssen wir uns keine Sorgen machen. So, wir sind gerade mal bis zur Hälfte fertig und ich langweile mich jetzt schon. Okay, wieder ein scheiß Brief. Egal, den sammeln wir jetzt mal nicht ein, weil der Brief ist es einfach nicht wert. Was habe ich da gemacht? Wahrscheinlich habe ich da einen Witz gerissen. Und wir sind im Ausgang. Schalten wir die noch aus? Warum dauert es am Schluss noch so lange? Das werden wir dann schon sehen. Okay, hier haben wir eine Psycho. Oder ein Psycho. Eine Psycho. Mit einem Killia. Zack, zack und zack. Okay. Kill. Und alle wird noch nichts. Und jetzt kommt Xatu. Ach, der nimmt auf, der Kollege. Schockwelle. Bam. Okay. Sehr effektiv. Xatu ist down. Jetzt kommt Kadabra, das können wir auch killen.
Einfach Schockwelle und das war's. So, das ist ein Volltreffer. Level 61. Na, dann geh hurtig weiter. Und das war's schon. Jetzt mal ist das riesig. Okay, da ist er schon wieder. Oh, das hab ich gefunden! Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, mir die Arena nachzumachen. Ah, jetzt aber weiß ich, warum es so lange dauert. Wir mussten noch ins Pokécenter gehen und das ganze Zeug da ablagern. Wobei wir auch einfach hätten einen Brief abschmeißen können. Das hätte auch gereicht. Okay, dann. Komm, schmeiß den Brief weg. Schmeiß ihn einfach weg, danke. Okay. Jetzt geht's nach unten. Nach rechts, nach unten. Jetzt gehen wir wieder rein und holen ein schnelles Item. AP-Top. Erhöht die AP einer Attacke bis zum Maximum. Falls ihr das nicht wisst. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich speichere noch schnell. Und bis gleich. Ciao. Okay, es geht weiter mit Let's Play Pokémon Saphir. Allerdings unsynchronisiert. Jawohl, jetzt ist alles wieder im Spiel. Jetzt müsst ihr den Ton wieder hören können. Okay. Moment, ich tue mal meine Flasche weg und weiter geht's. Du wirst beobachtet. Moment, ich muss mir erst wieder an die Steuern gewöhnen. Okay, wo ist denn der? Unter dem Sitz? Ist unter dem Sitz? Moment, Maus weg, damit ihr das seht. Hier ist nichts. Ah, da. Hier, ich hab dich! Okay, dann letztes Rätsel. Ja, möchte ich. Ja, das sind solche schmierigen Böden, also Boden. Man muss da den Weg finden, ähnlich wie die in... Moment, ich beende mal kurz ICQ. Okay, weiter geht's. Wie heißt die Frauke? Steuerrad 45. Okay, Donnerblitz und das war's. Was? Unser Magneto hat schon 61. Oha. Okay, die Bälder. Warum nicht? Ab in den Kampf. Voltenzo. Erstmal Erdbeben, das war's dann. Okay, ja, mein Headset ist jetzt... nagelneu halt. Mein Headset ist nagelneu, hat aber leider keine Ausgabe für den Sound, hat nur eine Eingabe für die Sprache. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich wusste, was ich da kaufe, weil mein Bruder hat es mir gekauft, aber egal. Okay, gehen wir mal weiter. Solche Schlittaufgaben kann ich ganz gut. Du schleichst dich auch durch das Rätsel aus. Flundkiffer. Hätten wir auch nach der Liga trainieren können. Nee, das wollte ich ja in einem Special machen, genau. Also, falls ihr in der Liga seid und noch nicht die Rätselmeisteraufgabe gemacht habt, dann macht es vor der Liga. Das ist ein super Training für eure Pokémon als Tipp. Starmie. Uiuiui. Schockwelle. Yeah. Ich verstehe, du hast einen außergewöhnlichen Stil. Scheiße.
Wo geht's hier denn letztendlich? Ich hab keine Ahnung. Ich probier einfach mal. Und da ist noch ein Trainer. Nicht viele Trainer haben es bis hierher geschafft. Okay, mal schauen. Der hat drei Pokémon, ein Zobiris an erster Stelle, Level 44, kein Gegner. Das müssen wir mit Donner klein kriegen. Obwohl ich mich vertippt habe. Egal. Donner war an erster Stelle und Donner war auch die beste Attacke und Donner hat ihn gehittet. So, was kommt jetzt mit Italis? Da kommt die Bälder mit Fliegen dran. Ja. Ja, kein Gegner. Fliegen! Und zapp! Ach komm! Diese paar KP. Meine Fresse! Moment, meine Tastatur ist ein bisschen verbunden. Da ist diese Halterung da ein bisschen eine weggegangen. Jetzt ist er wieder dran. Wir rufen da jetzt an, ey. Moment, ich muss mal kurz pausieren. Okay, ich bin weiter jetzt. Was zur Heide? Okay. Das hat man ja zuletzt in der Liga gesehen, ne? Bei dem Ding. Bei dem Ulrich. Da Tor Heido Rauchhaut hat, greife ich ihn mit physischen Attacken an. Dann wirkt die Rauchhaut nicht. Zack! Bam bam! Kill! Yes! Yeah, motherfucker! Ich hab ihn von Kalk gemacht, Alter! Yeah! Das bedeutet, dass du sehr stark bist. Das ist das Rätsel. Das ist das Rätsel. Hahaha, Hus! Das ist das Rätsel, das ist das Rätselhaus. Ah, cool, ich hab den Berlin-Brief erhalten, doch ich brauch den nicht. Was setz ich denn ein? Ich hab keine Ahnung, ich sollte aufhören zu singen. Oh yeah. Ah, ich habe hier da ein Sonderbonbon, das setz ich gleich ein. Magneton Level 62, lern Blitzkanone, lern Blitz ist Blitz, Blitzkanone, yeah. Magneton lern Blitzkanone ist aber sehr ungenau, Deswegen bring ich es ihm nicht bei, vergiss es mit Blitzkanone. Man kann es ihnen auch beibringen, wenn man Lust hat, aber ich will es nicht beibringen. Wo ist hier der Ausgang? Habe ich die Schriftrolle schon gefunden? Wo geht's denn hier zur Schriftrolle? Ich weiß nicht, wo ist zur Schriftrolle? Also hier ist so ein Bumper-Teil. Da, dieses Teil da, das ist aus der über mir ist es genau da jetzt. Da muss ich jetzt hin. Wie komme ich da hin, das ist die Frage. Ach ja, ich muss dann auf diesen Teil dahin. Wie komme ich da auf dieses Teil? Indem ich darauf, dann darauf. Eieiei. Ich probiere einfach mal. So. Oder? Stimmt es? Nee, stimmt nicht. Doch, nee. Wie komme ich da hoch? Ich weiß nicht. Ist das jetzt richtig? Jawohl, das war richtig. Ich bin so gut. Fick dich, Rätselmeister. Ich hab dich und mit deinen Scheißrätseln. Jetzt muss ich nur noch zum Ausgang kommen, aber das ist ein Kinderspiel. Was steht da? Ist der schwul? Ich liebe den Rätselmeister, steht da. Oh mein Gott, egal. Egal, das ist der Rätselmeister, dieser schwule. Oh, du hast mich gefunden! Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, den Boden zu polieren. Du bist mir bereit, das Überleben. Unmöglich. Was soll ich nur tun? Die Quelle der Ideen für meine Tricks ist trockengelegt. Vielleicht ist es an der Zeit, durch die Lande zu reisen und mich für neue Tricks inspirieren zu lassen.
Ich hasse es zuzugeben, dass ich besiegt wurde. Du hast mich geschlagen. Mein Charisma muss dich gefangen genommen haben, da du immer wieder gekommen bist. Ja, so muss es sein. Aber das hat nichts mit meiner Niederlage zu tun. Es zeigt meine Freundschaft zwischen dir und den Aufstrebenden und was? Zwischen dir, dem Aufstrebenden und mir. Dem Genie überreiche ich dir dieses Andenken. Blaues Zelt. In der Rubin kriegt man ein rotes Zelt und in der Smaragd kann man zwischen den beiden wählen. Das war das. Wer ruft denn da nochmal an? Willst du mich verarschen? Ich beende jetzt den Part, dann gehe ich ran. Meine Fresse, wer ruft denn da an? Also bis zum nächsten Part, Leute.